Hallo? Ich habe keine 3 Minuten gewartet, dann war das Mikrofon schon wieder aus. Also es kann höchstwahrscheinlich sein, dass mein Mikrofon wieder Fax macht. Und damit herzlich willkommen zum letzten Spieltag der NPL. Meine beste Season bis jetzt oder generell beste Leistung, die ich jetzt bis jetzt gebracht habe. So gar nicht. Ja, wir spielen gegen Kamika. Gegen ihm haben wir schon in der UDTR gespielt und haben sich ein bisschen Glück gehabt und gewonnen. Und ja. Wir haben uns natürlich vorbereitet. Wir wollen das hier noch gewinnen, sonst könnten wir höchstwahrscheinlich absteigen. Und dann packe ich das hier mal schnell rein und gehen dann gleich drauf ein. Wir haben ja ein bisschen Zeit, weil er wollte ziemlich pünktlich starten, also Punkt 19 Uhr. Das heißt, ich habe jetzt noch knapp 6 Minuten. Und daher sollte das eigentlich passen. So. Also, wir haben als zweites Mal und auch das letzte Mal insgesamt Girafarik dabei. Wollte ihr noch mal ein bisschen Time to Shine gönnen. Der sah sogar ziemlich gut aus, weil sein Kader besteht aus, kann ich gleich sagen. Bin ziemlich vorbereitet hier, so gar nicht. Ein Stück runter scrollen, Kadergrafiken. Guck, ob meine Maus auch noch ebenso Faxen macht. Weil das Mausrad ebenso rumspackt wie mein Mikrofon. ach komm schon. Na, dann machen wir das so. Da. Sein Team besteht aus einem Great Husk, einem Snibuna, Ramoth, Azumarill, Rotom Wash, dann haben wir ein Magnezone, Tandrak, Famibs, Silvaro, das normale, ein Terra Normal und Boden Galaarctos und ein Wolvrock in der nicht Zwielichtform, sondern in der Nachtform. Also den Werwolf. Genau. Den eigentlich schlechtesten von den drei. Aber ja, der hat halt Schildlos, ne? Der trifft halt alles. So, rein theoretisch, so wie das hier ist. Klar, er hat halt, ich habe ja gerade Magnezone vorgelesen, der ist jetzt gerade nicht so gut, also Girafarik gegen Magnezone oder gegen Silvaro. Aus dem Grund, weil ich halt im Switch-Out schon gerne einen Snibuna halt one-shotten möchte, falls das halt mitnimmt. Von daher. Ansonsten Nasty Plot plus Psychokinese Thunderbolt trifft hier wirklich sehr vieles stark. Und ja, hab dir noch meinen Evoliten gegeben, sodass er halt nochmal ein bisschen was lebt. Ja, der ist gespeed-creeped auf ein 290er, glaube ich, oder 89, irgendwie so. Ich frag mich jetzt nicht, welches es ist. Könnte Wolfrock sein, ja. Genau, Wolfrock müsste sein, weil er hat, glaube ich, 289 oder 290 Speed. Ja, den Rest habe ich einen Fistuff getan. Müsste man ja sehen, braucht 171, ja. Sonst Full Special Attack. So, als nächstes haben wir Mandibuzz. Der ist Jolly. So viel Speed, um halt ein bestimmtes Monster zu speeden mal wieder. Full Attack. Dann habe ich noch den Orkan drauf. Übrigens mit Leben ob. also Orkan ist eigentlich nur für Tusk da. Ansonsten will ich eigentlich mit Knockoff Brave Bird alles umboxen, was geht. Der könnte das sogar machen. Ich habe es jetzt nicht gekalkt, aber der könnte das rein theoretisch machen. Der Einzige, der halt da reinkommt, ist halt Rotom. Also in Knock will er halt auch nicht so hundertprozentig reinkommen, weil er erstmal auch ordentlich nimmt. Aber danach ist der Willow halt gefährlich. Und wir sind halt langsamer. Und der drückt halt Willow into Volt Switch oder was, keine Ahnung, der drückt mir halt der Match neben, ne? Da wollen wir nicht drinnen bleiben. Ups. Ansonsten ist es unser zweites offensives Mon, das wir mithaben. Und wie gesagt, klar, Magnezone ist wieder ein bisschen gefährlich. Ich hätte Bone Rush zocken können, aber kein Platz. Ich wollte Ruart haben, ich wollte eigentlich auch noch U-Turn haben, aber wie gesagt, kein Platz darauf. Ja, nichtsdestotrotz, nächstes Mal. Wir haben Reaktionsgas, Gala Weezing mit den Choice Backs. Voll komplett speziell offensiv und Full Speed.
Für Speed, warum? Um seine anderen langsamen Mons, die halt auch mit Speed spielen könnten, so wie Aso zum Beispiel oder Tanrak, können ja auch Speed spielen. Die möchte ich halt auch kurz speeden und möchte halt Damage drücken. Gegen Tanrak machen wir so absolut gar nichts. Ansonsten machen wir mit diesen drei Moves wirklich gegen jedes Mon guten Damage. Und Reaktionsgas haben wir für Magnetzone seine Sturdy. Aus keinem anderen Grund. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir Fireblast mit dem killen, aber wie gesagt, ansonsten, ne, wenn Reaktionsgas da draußen ist und erst hat Sturdy Magnetzone, killen wir den halt One-Shot. Der kann natürlich auch Magnetfalle sein für Eisenhaupt, aber ich denke mal nicht. Ich denke eher, der wird vielleicht Sturdy spielen oder sowas. Ja, Abgangsbund habe ich noch drauf, falls ich halt wirklich noch einen Move leben könnte und ich bin gerade nicht gelockt, könnte ich Abgangsbund halt drücken, um halt noch einen Mon halt mitzunehmen. Ja, als nächstes haben wir ein Mix-Defensives, eher in spezielldefensiver Richtung, Eisenhaupt mit einfach nur 4 Attacken. Der soll einfach nur Mons leben und halt am besten in den Bombyvon rausnehmen. Wir haben eine Anti-Unlichtbeere, das heißt, er könnte rein theoretisch in Sibuna halt checken, wenn er nicht SD drückt. Also wir könnten halt mit Tachyon-Schnitt den halt rausnehmen. Das ist wahrscheinlich, denke ich mal. Habe ich jetzt auch nicht gekackt. Ansonsten haben wir einen Fokusstoß, den wir missen können. Und ja. ja, als nächstes haben wir ein Full HP, auch relativ speedy. Epitaph. Mit einem sehr interessanten Moveset. Ich meine, wenn Wagemut schon nicht funktioniert, dann muss ich auch auf Geowurf zurückgreifen, ja. Und den als Rocksetter nutzen. Weil habe ich, glaube ich, noch nicht einmal gebracht als Rocksetter. Deswegen muss er jetzt als Rocksetter kommen. Zugabe, um halt andere Mons zu locken in irgendeinem Move, der halt für Epitaph halt komplett irrelevant ist. Und die restlichen EVs, die ich halt in Speed nicht investiert habe, habe ich in einer physischen Verteilung einfach investiert. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Full HP und ja, Kehrtwendung wieder rauszugehen, Geowurf, um halt immer 100 HP Schaden zu machen und ja, das ja, ist halt ganz cool. Und zu guter Letzt haben wir ein physisch offensives Walschall Manaphy, der gut sein wird, ich weiß es nicht. Ich glaube eher ein weniger, also selbst ein Great Tusk wird den, glaube ich, wollen. Ja, und er hat, wie gesagt, er hat einen Asu. Mache ich nichts gegen. Und er hat einen Rotom Wash, da mache ich auch nichts gegen. Außer halt einen Abschlag drücken. Und den will aber auch Manaphy auch nicht haben. Also der möchte halt gern Flammkörper haben von einem Ramat. Und ja. Ist halt sehr blöd. Aber das ist unser Team. Und ihr fragt euch, warum die jetzt so komisch sind, die Sets. Aus dem Grund, weil wir uns dazu entschlossen haben, dass es an sich um nichts mehr geht. Eigentlich nur für mich. Für ihn halt gar nicht, aber für mich schon. Ansonsten, ja. Also für mich wird es halt um den Abstiegsplatz gehen, denke ich mal. Falls da nicht noch 2 unter mir sind oder so. Als Spoiler, wir haben nicht einen Sieg geholt, bis auf die ersten 3 Spieltage. Und ja, ist halt sehr schön. Ich gehe schon mal, ich suche schon mal eine Runde hier. Kramika hat mir schon geschrieben. Vielleicht finden wir uns ja gleich. Da habe ich das Set auch reingepackt. Ja, die Sets habe ich reingepackt, genau. Auf jeden Fall ist mir sehr warm. Also so richtig warm. Der Gegner wurde gefunden. Das ist super. Und er hat mit Tanrak dann haben wir Asu. Wir haben Silvaro. Er hat G. Arctos bei. Dann hat er Wolverock bei.
N und Famibs. Famibs könnte ein bisschen blöd werden. Wenn er jetzt, also wir spielen Random Sets sozusagen. Also einfach nur dumme Sets. Klar, meine sind jetzt nicht so dumm, aber es gibt auch, es sind auch Sets, die auch eher unkonventionell sind, sagen wir es mal so. Ja, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich hier leaden soll. Aber ich lead mal mit Manaphy und Reveal höchstwahrscheinlich mein Scarf. Ich kann eh nicht in irgendeinem, also ich habe schon Defensive dabei, so ist nicht, ne, aber ist halt trotzdem dumm. So. Mal schauen, was wird, ne? Er geht in Gustavo. Gustavo ist Silvaro. Das heißt, wir sind eh safe, schneller. Haha. Und wir könnten rein theoretisch in Dings gehen, ne? Also, ja. in Weezing, glaube ich. Hat ja einen Switch in Tadrak. Naja, ist doch doof. Können wir also nicht in Weezing gehen. Und drücken hier die Rollwände. Der macht ganz gut Schaden. Die Rollwände macht ganz solid Schaden, ja. Wir können in den gehen. Ja, wir gehen in den, weil die beiden Steps resisten wir halt hundertprozentig. Und ja, ansonsten kann halt nichts. Gut, Catwende kommt. Also haben wir das gleiche gedacht. Das heißt, hier wird wahrscheinlich ein Wolfrock erscheinen. Gehe ich mal von aus. Und dann Wolfrock müssen wir mal gucken, was wir da reinwerfen. Weil der kann, glaube ich, auch sowas wie crunchen. Ja, Hector, das könnte wirklich sein. Okay, gut, das war mir klar. Ja, der Crunch auf jeden Fall. Dann noch andere. Oh, der kann sogar Knockoff. Und Zuckerpunsch. Ja, da wollen wir natürlich nicht drinnen bleiben. Ich muss unbedingt wissen, was der für Moveset hat. Ja. Gehen in Miesepriester. Der ist ganz solide, glaube ich, dafür. Ich kann aber wirklich nichts sagen, was er jetzt spielt, ne? Ob er jetzt hier nur mit Biss ankommt oder ob er jetzt Power Gem drückt oder so. Tarnsteine, okay. Das ist natürlich jetzt nicht so gut für unser Mandibuzz, weil man kein Defog dabei. wo ist es denn? Da, Tarnstein. Dann gehen wir ebenso auf Tarnsteine. Ich denke mal, Silvaro wird hier kommen. Oder? Nikola Arc, das kann er, oder? Oh, der bleibt drin, okay. Was hast du gedruckt? Ein Knockoff? Er drückt Puller. Naja, ist ja okay. Puller ist ganz witzig. Okay, auf dem. Das ist nicht so schön. Das ist wirklich nicht so schön. Aber. Wie drückt man Roost und hoffen, dass wir schneller sind? Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt die Stone Edge drückt, ja? Dann wäre das echt nicht schön, nicht nett. Ach, wir sind schneller! Wir sind schneller mit Medibuzz! Schön. Oh nee, oder? Eisenabwehr? Junge, was ist das für ein Set, Alter? Der Body Press oder so? Kann der Body Press? Überreste. Joa, du willst mich doch flachsen, als ob du's. Warte mal. Bulla, Stone Edge. Und Idee. Da ich ja schneller bin, kann ich wieder roosten. Dann macht er ja weniger Damage. Wir wissen, wir leben einen Stone Edge, ja? Wir leben das Stone Edge. So, der hat Schild los. Trifft natürlich. Drücken hier wieder einen Ruheort und dann wissen wir, was der für ein Set ist. Also wir können safe in Epitaph wieder gehen. Und drücken hier
Geowurf. Oh, perfekt. Perfekt, der Drückbrüller. Perfekt. Oh. Ja, den nehme ich auch. Den nehme ich auch. Der ist richtig gut gerade in dem Match. Ab. Ja, wie geil. Also, der hat wirklich kein Switchen dagegen, ne? Also, der ist halt defensiv. Klar würde er den jetzt hier raus ausnocken, ne? Ich gehe jetzt auch einfach mal safe auf den. Weil ich brauche halt unbedingt, ne, noch ein Switchen für... Ah, der ist gar kein Speed, okay. Weil wir haben auch kein Speed-Investment auf dem. Gut. Wolfgang ist tot. Eisenhaupt. Der hat endlich mal wieder einen Kill. Und das ohne Setup. Haha, Kim ist Asu. Ja, kannst du machen. Ist die Bunne hat er nicht bei. Wenn er uns knocken will, soll er uns. Und trappen kann der uns auch nicht. Boah, der macht ja gar nichts. So. Dann gehen wir in Wezing oder gehen wir in den? Drücken jetzt einfach. Ja, Nasty into Thunderbolt ist auch blöd. Eigentlich können wir. Wir gehen in den. Wir gehen in den. Und drücken Schlammbogen. Klar kann er Tandra gehen, aber da können wir halt wieder in links gehen und Parish Trap kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt kommt. Genau. Das konnte ich mir schon denken. Der hat hier Lefties. Und der hatte hier auch Lefties. So. Dann werden wir hier jetzt einfach mal eine Schlammwoge drücken und sagen, bye-bye, Asu. Der droppt nämlich. Also ich konnte mir schon vorstellen, dass das Ding speziell defensiv ist, ja? Und im Normalfall spielst du eigentlich Matschbombe auf Weezing, weil der ja die Poison haben willst. Sprich Schlammwoge, nur wenn du den Damage-Output haben möchtest, aber der ist halt eher nicht so hoch. Illadio kommt, das muss der Antrag sein. Nicht mal. Okay. Du machst mir Aua und Angst. Aber wir gehen mal in Melmen. Bei Melmen regelt. Schön. Ich hoffe mal nicht, dass da so ein... Ich könnte mir Freezing Glare vorstellen durch den Freeze oder so, aber keine Ahnung. Oder komplett physisch offensives. Gut, er Terrat. In was denn? Terra Normal? Oder Ground? In Terra Normal. Apropos, ich weiß gar nicht, warum er Terra Normal auf dem hat. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Wahrscheinlich bin er. Boah, Alter, der muss ja sowas am Bandit oder so sein. Oh, du Scheiße. Ist Gustavo. Ach, der. Ja, da wären wir rein theoretisch schneller, ne? Da wir den jetzt nicht mehr reinkriegen, würden wir hier einfach mal eine Psychokinese drücken. Und Damage halt den. Okay, der ist aus Scarf. Dann wissen wir das. Der ist Scarf. Gut. Und der hat einen Kill. Gut, dann will ich mal kurz kalken. In der Zeit. Girafarik, du Flasche. Du hast einfach nichts gemacht. Hm? Achso, das war ja Custom Set. Oh, hier habe ich die Namen noch nicht drin. Genau, Tandra kommt. Hat Giftstein. Du bist ein Dings gewesen. Articuno. Karl meint. Wenn ich jetzt hier Yuta nehme, würde ich hier 22 bis 27 machen. Also, ne, der ist
jeden Fall Jolly. Weil der hat uns ja fast gewone-shottet. Und der ist auf jeden Fall Bandit. Joyce Band. Macht der immer noch nicht genug? Ist der Element? Huh. Er hat uns eigentlich für wenig machen müssen. Gerade so Two-Hit, aber der hat uns ja richtig gewone-shottet. Eigentlich. Ja, wir gehen hier in Kobalion. Weil er uns nichts macht, deswegen gehe ich hier dann auf Zeig-Noise. Den können wir ja ganz easy drücken, rein theoretisch. Genau. Wenn dann halt er sich auch nicht hoch. Und klar kriegt er halt nur 3 Damage, weil das Ding spedef-mäßig ziemlich gut dasteht. Ja. Junge, der hat 85 Base Attack. Warum macht der so viel Schaden gegen den? Das interessiert mich gerade. Gustavo. Ist das Ding. Gut. Das war Damage. Ich hoffe mal, dass er es jetzt Spirit Shackle drückt oder sowas. Dann möchte ich jetzt einen übermächtigen Knockoff drücken. Spukball kommt. Okay. Der macht nämlich nichts. Galactus ist noch da. Ich drück mal hier erstmal Ruhe. Der wird ja hart rausgehen. Und können wir mal gucken, wie viel Manny was macht. Auf Articuno mit. Okay, Tantra, genau. Oder Galga, wenn du Full Fist Death bist. Ja, so. Bekommst du von dem Knockoff nix. Kauf mal, der ist halt nicht, Eigentlich will ich hier nichts überstürzen und gehe hier wieder rein. Kobalion. Genau. Ich möchte hier nichts überstürzen. Shadow Ball haben wir gesehen, ne? Schuppenschuss. Oh, der hat verfehlt. Unlucky. Das ist echt unlucky. Schuppenschuss, das klingt interessant. Scale Shot. Ja, wir drücken hier einfach wieder Psycholärm. Klar, guck, das Eisenhaupt ist natürlich jetzt, ne? Aber der hat halt keine physischen Moves, ist das Problem. Ich hätte ihn gerne physisch gespielt. Der hat Super Cell Slam und gefühlt Iron Head oder so und das war's. Das ist richtig mau. Wutanfall! Aua! Zum Glück habe ich physisch die Defensive bisschen besser. Ich meine, 75 Base Attack ist halt schon, ne? Aber. Gut, Iron Crown hat 72, ist halt auch nicht gerade mehr, aber dennoch. Heavy Slam hätte ich jetzt, physischen Stahlmuff zum Beispiel. Okay, gut, der hat auch einen Hit. Sacred Sword hätte ich noch. Das ist halt ein gute Coverage so. Und SD habe ich auch und X ist er. Okay, er hat einen. Oh, sein, ja, ich sag nichts. Der hat einen ziemlich guten physischen Move-Pool. Ich habe Bulldoze auch noch gerade gesehen. Wir drücken jetzt mal Tachyon Schnitt. Einfach just for the lulz. Dass es jetzt nicht so übermächtig ist, aber ich glaube, der reicht auch, ne? Ich habe jetzt hier auch nicht gekalkt. So. Ja. Wir haben jetzt noch diese Mons. Und wir haben hier dann Scarf-Dings bei und, Arktos ist relativ healthy. Aqua-Durchstoß. Und der ist auch noch physisch-defensiv. Also könnten wir den, glaube ich, droppen. Genau. Wir droppen den jetzt einfach. Weil, just for the lulz. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Jetzt kriegt ja Galactus einen Tachyon-Schnitt ins Gesicht. Ich wollte jetzt hier eigentlich gnädig sein, um ehrlich zu sein. Er hat wahrscheinlich overpredicted oder so, dachte ich. Also gehe ich jetzt mal von aus. Tut mir jetzt leid, dass du jetzt hier overpredictest. Ich bin jetzt, wie gesagt, einfach nur drin geblieben, weil ich dir den Kill tatsächlich geben wollte. Genau, ich wollte dir den Kill geben. Den gebe ich dir jetzt auch. Ich drücke hier nochmal auf Tachyon-Schnitt. Alles schön und gut. Und, Benedikt, Gigastoß kommt. Killt der? Nein, der killt nicht mal, Mann. Ich habe dieses defensive Investment reingetan. Einfach so willkürlich, ja. Also ich habe nichts gekalkt. Ich möchte nichts, irgendwas bestimmtes leben. Ich habe wirklich einfach nur ein bisschen Spider-Death reingetan, ein bisschen First Death und habe ein Spider-Death-Wesen reingepackt, ja. Wir schicken uns nach dem Kampf die Sets und dann weiß er Bescheid. Und ich kann alles erklären, warum ich das so gemacht habe und wie rum und weshalb. Und ja, das kommt hier. Ach, der hat Famitz auch noch, ne? Ist egal. Wieder halt, ist ja cool. Hat der Metronom auch noch drauf. Das ist ja cool. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe hier noch eine miese Brise. So. Geowulf ist natürlich ein bisschen doof. Ich möchte trotzdem Geowulf drücken, weil ich glaube, Sevaro kommt ja nicht. Lehmschuss ist ja cool. Jetzt kommt der mächtigste Kampfangriff. Schön. Und nochmal die Geowurf. Oh Leute, warum Tidy? Ich spiele Tidy ab. Für den Speedboot. Schön, das ist schön. Ach nee, der war meint. Der hat ja. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Er wollte ja die Rocks entfernen. Aber passt auf. Ich bin nämlich ein Macher. Jetzt kommt die Kehrtwende. Dammit! Schön. Aber wir sollten das ja eigentlich gut in der Tasche haben. Ja, Arctos ist ja down, richtig? Und Famitsu auf jeden Fall down und Epitaph hat ihn besiegt. Genau. Eisenhaupt hat ihn besiegt, ne? Junge, der kommt ja auch noch auf 9 Kills, das ist richtig gut. Ja, und die letzten Kills geben wir halt Manaphy. Ach, Mandy war's nicht Manaphy. Genau. Und jetzt den Brecher-Sturzlock ins Gesicht. Das ist unlucky. Ich hätte auf Hurricane Miss gehen sollen, oder? Das wäre, glaube ich, witziger gewesen. Ach, schade. Jetzt erstmal 20 Millionen Recoil fressen. GG, war ein witziges Match. Ja. Ich habe meinen Kampf gewonnen. Nach 30 Jahren. Super. Toll. Aber wie gesagt, es war halt kein ernstes Match, deswegen zähle ich das nur als halben Sieg. Und ich glaube, ich bin dadurch auch nicht abgestiegen, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüssi.